ja die Fritzi aus Fritzis Kunterbunt im Chaos. Ich habe heute eine Anfrage gehabt, beziehungsweise ich habe in einem Thread eine Frage gelesen nach, wie verkleide ich am besten diese kleinen Viecher hier für eine Menge Kinder, weil für Klassenkameraden. Und nachdem ich ja saisonal bezogen zwischen 50 und 80 Stück mache, bei drei Kindern, jeweils so und so viele Klassenkameraden, kommt da einiges zusammen. Und mein Go-To ist eigentlich immer dieses Briefchen hier mit der kleinen Schokoladenfigur drin. Saisonaler Nikolaus oder ein Osterhase, wie es gerade reinläuft, oder auch mal ein Marienkäfer für den Schulanfang. Und nachdem die Idee, glaube ich, ganz klasse fand, habe ich gedacht, ich zeige euch, wie ich die mache, weil die nämlich wirklich auch fast ohne Verschnitt passieren und entsprechend natürlich auch viel aus sehr wenig rausgeht. Dafür braucht ihr einen Streifen Papier, der 2 Zoll, also 5 cm mal 6 Zoll, also 15 cm ist, womit aus einem 6x6 Papierblatt 3 Stück rausgehen, aus einem 12x12 12 Stück rausgehen, habe ich das jetzt richtig? Ja, 12 Stück rausgehen. Und ihr entsprechend natürlich für eine Klasse mit 3 Blatt 12x12 schon gut versorgt seid. Insofern, ich zeige euch, wie es geht. Ihr macht einen Streifen mit 2x6 Zoll. Am besten bleibt er gleich auf der Guillotine und falzt euch den bei 2/3 Viertel von jeder Seite. Also ich mache es immer gleich auf der Guillotine, weil A, das Designpapier da nicht bricht und ihr zum anderen nicht großartig ein Werkzeugrätsel habt. Ihr könnt natürlich dann auch beim 12x12 Blatt zum Beispiel erst falzen und dann schneiden. Dann habt ihr alles auf einmal gefalzt. Lässt sich sicher auch machen. So, das war es im Grunde genommen schon mit der Guillotine. Dann geht ihr her, nehmt den gewellten Etiketten, wie heißt das Ding, den Tagtopper aus dem Katalog. Es ist der letzte, der uns geblieben ist, leider. Und legt es rein, stand beide Seiten. Ich mache dann bei größeren Mengen meistens 3 auf einmal. Dann dauert es nicht so lang. Und dann habt ihr eigentlich eure Grundform. Und jetzt möchte der Kleine natürlich auch rausgucken. Ihr könnt entweder ein einfaches Loch machen oder dann ein bisschen aufwendiger. Das zeige ich euch jetzt gleich. Ich mache so, ich lege meinen Bodenfalz an die Kante vom Stanzer an und schaue dann, dass ich hier mittig bin. Dann lässt sich das ganz gut an. Und ups, weit drüben. Et voilà. Und dann hat Meisterlampe hier sein Fenster. Und das war es eigentlich schon. Den klebe ich fest, normalerweise mit etwas größeren Gluterz als unseren. Aber habe ich jetzt gerade keine zur Hand. Insofern müssen es die jetzt auch tun. Dann darf der sein neues Zuhause beziehen hier. Und ich bin zwar eigentlich ein Schleifenfetischist, aber ich sage es euch ganz ehrlich, beim 50 Stück plus reißt bei mir irgendwann der Ehrgeiz aus. Und ich habe jetzt hier so einen dicken Leinenfaden, so einen Sisalfaden. Ihr könnt natürlich auch Baker's Twine nehmen oder was immer ihr habt. Ich mache es dann meistens so, dass ich einfach eine normale Schlaufe durchziehe und die oben festziehe. Und ich finde eigentlich immer mehr reicht das. Und diesmal machen wir es ein bisschen aufwendiger. Ich mache es jetzt auch nochmal mit Gluterz, weil ich es einfach gerade da habe. Und mache noch ein Fenster drumherum. Also sie sieht das Ganze dann etwas angezogener aus. Ich habe mir rausgesucht als Stempel zum Verzieren aus dem Osterkörbchen den kleinen großen Osterhasen und musste feststellen, dass der sich leider nicht so schön biegen lässt, wie ich gehofft hatte. Um jetzt dem Banner Punch gerecht zu werden, fand ich schöner, es wäre etwas gebogen. Aber das ist natürlich bei einem 2-zeiligen Stempel schon auch so ein bisschen ein Ehrgeiz.
Vor allen Dingen muss man schnell sein, weil er sich eben sehr schnell auch wieder gerade zieht. Insofern schauen wir, dass wir dann ganz schnell fertig werden. Und dann wobbelt der eben so. Und dann muss man sich überlegen, ob man das unbedingt so haben will oder ob einem gerade nicht doch vielleicht lieber ist. Schauen wir mal, wie er im Stand so aussieht. Ja, also das kann man sich jetzt aussuchen. Ich glaube aber trotzdem, dass er mir gebogen doch ein bisschen besser gefällt. Insofern machen wir das so. Und ich klebe den jetzt mit einem Dimensional auf. Beziehungsweise mit einem Formi, weil meine Dimensionals sind noch im Workshop Caddy. Und dann machen wir den da drüber. Und fertig ist die Laube. Also ihr seht, es geht wirklich brutal schnell. Und wenn ich dann hier Serienproduktion mache. Ich mache die 80 Stück, die ich brauche, oder die 60 bis 80 Stück normalerweise in unter 2 Stunden. Mit pro Klasse 3 Blatt großem Designpapier, beziehungsweise eben 12 Blatt. Ich kriege aus einem Block alle Klassenkameraden raus, wenn ich muss. Feine Sache. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es hat euch weitergebracht und ja, vielleicht sehen ja die einen oder anderen Klassenkameraden dieses Jahr so ein Kuddel. Würde mich freuen. Und würde mich auch freuen, ihr würdet meine Facebook-Seite liken und mich auf dem Blog besuchen. Und die Links findet ihr alle unter dem Video. Und ansonsten viel Spaß damit. Tschüss!